Herzlich willkommen, Claire Lachki. Sie sind Friseurmeisterin und haben Ihren Salon im Prenzlauer Berg. Als ich den Titel Ihres Salons oder den gesehen habe, fühlte ich mich an meine 80er erinnert. Fokuhila, da fehlt eigentlich bloß noch Olibar. Aber Sie haben den Laden dicht, 11 Mitarbeiter. Wie geht's Ihnen im Moment? Der Laden ist seit letzter Woche Montag dicht. Das sind 2 kleine Läden und im ersten Moment war es so, also an dem Sonntag habe ich beschlossen, ich mache von mir aus jetzt dicht, egal was die Politik sagt, weil die Woche davor war eigentlich viel, viel schlimmer. Also diese Idee, irgendwo zu sagen, Montag, alle sozialen Kontakte sollten weitestgehend gemieden werden, aber liebe Friseure, ihr dürft weiter arbeiten. Die Ansprache der Kanzlerin, bitte, es liegt an jedem Einzelnen, jetzt irgendwie genau zu überdenken, welche Kontakte man jetzt pflegen muss, welche Besuche. Ich fühlte mich an der Stelle ziemlich verloren. Ich war auch sehr wütend, muss ich sagen, weil ich fühlte mich sehr ausgeliefert der Situation, einem Risiko, was ich nicht überschauen konnte. Meinen Mitarbeitern gegenüber, meinen Kunden gegenüber, diese Zerrissenheit zwischen der Idee, dass ich jetzt irgendwie mein Business aufrechterhalten muss, aber eben auch die Verantwortung habe, diesen Laden zu schützen und aber auch nicht zu wissen, wie. Weil ich meine, Schutzmaßnahmen, wir haben uns zwar die Hände desinfiziert und haben alle Flächen desinfiziert, aber wir hatten jetzt auch keine Masken. Und so ist es ja auch, dass wir jetzt auch keine Masken hätten tragen wollen, wo die an anderer Stelle viel nötiger benötigt werden, weil ich glaube, Friseure waren an der Stelle, also Systemrelevanz ist, glaube ich, was anderes. Also ich meine, Haare machen sicherlich ist wichtig, aber ich glaube, im Moment gibt es wichtigere Dinge. Also das in jedem Fall. Der Minister und ich, wir würden möglicherweise in 3 Wochen Ihnen dann mit Sicherheit Systemrelevanz unterstellen, wenn dann die Frisuren so lang werden. Aber morgen ist 1. April. 1. April ist in der Regel, ja, ich möchte nicht wissen, wer morgen wen veralbert, aber ganz wenig Veralberung. Mietzahlungen, Sie am 1. des Monats wird traditionell Miete gezahlt. Das, was Sie sozusagen bewogen hat, ist ein hehres Ansinnen. Aber ganz praktisch, Sie haben Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen, die auch irgendwie ja bei Ihnen bleiben wollen. Sie haben Läden, für die Sie Miete zu zahlen haben. Wie kriegen Sie das in der Praxis hin? Wie lange reicht es bei Ihnen noch? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, als ich an dem Montag gehört habe, dass das sich jetzt wirklich so weit zuspitzt, wurde mir wirklich auch wirklich der Ernst der Lage bewusst. Ich habe sofort meine Vermieter kontaktiert. Wie sieht es aus? Es fällt mir sehr schwer, jetzt diese Frage zu stellen. Ist es möglich, die Miete auf eine Art zu stunden? Ich möchte es eigentlich nicht, aber es kann passieren, wenn wir jetzt schließen müssen, keine Einnahmen kommen von einem Tag auf den anderen. Ich habe sofort mein Steuerbüro kontaktiert, habe das gemacht, ob man die Steuern stunden kann. Ich gehe da gerne in die Aktionen und gucke halt, was ist möglich. Ich habe mit meinen Mitarbeitern geredet und wollte eigentlich wirklich Mittwoch schon schließen und wurde von meinen Mitarbeitern, die wirklich sagen, wir müssen arbeiten, wir wollen, dass es hier weitergeht, auch die Kunden übrigens. Wir wollen jetzt nicht aufhören, wir machen das. Jeder Euro, der jetzt noch in die Kasse kommt, kann uns am Ende vielleicht helfen. Und das hat mich dann so an die Wand gedrückt, also diese Verantwortungslast, also sowas möchte ich einfach nicht mehr erleben. Und meine Bitte an die Politik wäre, wirklich eine einheitliche Regelung, was das angeht, also solange jetzt die Gastronomie geschlossen bleiben muss, und ich weiß, jetzt werden mich viele Friseure hassen, ist es für Friseure eigentlich auch nicht möglich, wenn sie nicht entsprechende Schutzmaßnahmen gestellt bekommen, falls die dann doch irgendwann mal produziert werden sollten, zu arbeiten. Weil wir kommen so nah ran und wir stehen über den Kunden und es macht dann einfach auch gar keine Freude. Also es ist zwar wichtig zu arbeiten, aber wie gesagt, und mit der Relevanz, ganz ehrlich, ich fände es jetzt einfach mal wichtig, und das wäre jetzt wirklich ein Appell auch an die Branche, zu sagen, wir halten uns jetzt einfach mal an die Regeln. Und wir bleiben jetzt einfach auch mal zu Hause. Wie viele mich jetzt schon in der ersten Woche, eine Woche sind wir gerade nicht am Start, gefragt haben, ob ich zu denen nach Hause komme, die Haare machen. Also Freunde, irgendwas habt ihr an der Stelle nicht verstanden. Und da müssen wir einfach mal wirklich sagen, auch wie schwer es mir fiel, meine Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken. Und 60% eines Friseurgehalts, 67%. Ist nicht viel. Ich bin an der Stelle froh, dass ich meine Mitarbeiter vernünftig angemeldet habe, vernünftig bezahle. Aber trotzdem weiß ich, dass es für die in Berlin schwer ist. Das ist die Mietensituation, dass die teilweise von ihrem Trinkgeld leben und. Jetzt kam ja die Aufweichung, dass diese Spanne bis 100% dazugearbeitet werden wollen. Aber liebe Friseure, macht jetzt bitte was für die Branche, fürs Image dieser Branche. Geht nicht von Haus zu Haus und schneidet Haare. Geht einfach in den Supermarkt 2 Stunden, habt da mal einen Perspektivenwechsel.
Es ist auch wichtig, was da passiert. Ich war gestern irgendwie bei DM, da lief da eine Frau durch den Laden, telefonierte von oben nach unten. Da hockte eine Verkäuferin und hat die Regale eingeräumt. Wie fühlt man sich bitte dabei? Und wie fühlt man sich auch als Friseur, wenn man sagt, oh Gott, morgen sollen die Läden zu werden, ich muss doch schnell noch meine Haare gemacht werden. Wie fühlt man sich dabei? Man fühlt sich nicht gut. Frau Lacki, wie lange können Sie unter den jetzigen Gegebenheiten durchhalten und fühlen Sie sich ausreichend unterstützt, eben durch die oft angesprochenen Sofortprogramme? Hilft Ihnen sowas in der Tat praktisch weiter? Ich denke ja. Also ich muss sagen, ich habe den Antrag gestellt auf Soforthilfe am Freitag. Das hat irgendwie 3 Tage gedauert. Tatortzeit durfte ich meinen Antrag ausfüllen. Und ich habe heute mein Geld auf dem Konto, ich kann es kaum glauben. Und es ist für 3 Monate ausgelegt. Jetzt denke ich schon wieder, oh Gott, 3 Monate wird das doch jetzt nicht dauern. Also es ist natürlich auch immer noch unter meinen laufenden Kosten, aber es ist natürlich mehr als die halbe Miete. Und das ist natürlich heute erstmal sehr beruhigend. Und ich bin heute sehr motiviert, dass wir das schaffen, weil ich auch meine Preise kalkuliert habe und weil ich auch versuche, da irgendwo ein guter Unternehmer zu sein und irgendwo auch alle meine Mitarbeiter angemeldet habe und dass es auch mit meinem Team weitergeht am Ende, dass da keiner rausfällt. Und das ist mir einfach total wichtig. Ich habe, würde ich noch mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort, weil unsere Sendezeit so langsam voranschreitet. Als ich klein war, wurde der sogenannte Topfschnitt immer empfohlen. Da ging es den Topf rauf und dann wurde rumgeschnitten. Wenn es jetzt in der Tat so passiert, jetzt mal ganz praktisch für die Leute, die da draußen sagen, nein, ich frage meine Friseure nicht, ob sie zu mir kommt. Aber ich muss nach einer gewissen Zeit mich entscheiden, ob ich für meine Nachbarin als Blueser durchgehen will oder ob ich vielleicht noch irgendwas tun kann. Haben Sie einen einfachen Tipp, wie ich mir irgendwie halbwegs vernünftig das Haupthaar... Lassen Sie einfach mal die Haare wachsen. Dann sehen wir alle aus wie die Beatles hinterher. Dann hat unser Berufsstand endlich mal die Anerkennung, die es schon lange braucht. Und dann freuen sich alle über einen neuen Haarschnitt. Frau Lachki, dann machen wir das so. Dann legen wir nicht Hand an unseren eigenen Kopf, sondern gehen künftig halt Beatles oder Stones durch.